So, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. BASF Invest Webinar. Wir haben den 17. November und wir wollen uns heute mit dem Thema der Tradingpsychologie auseinandersetzen. Tradingpsychologie verstehen, beim Handeln erfolgreich einsetzen und damit wir auch gleich zu den Personen kommen. Person Nummer 1 ist der Malte. Hallo Malte. Ja, hallo, Gruß in die Runde und schöne Grüße hier aus London, heute direkt an der Tower Bridge. Ja. Freue mich auf das Super. Webinar. Wir haben die einzelnen Informationen natürlich nochmal zusammengefasst und natürlich wird das Webinar auch aufgezeichnet und wird dann in dem Verlauf der nächsten 1, 2 Wochen auch bei YouTube auf dem YouTube-Channel von BASF Invest zu finden sein. Das nur zur Info. Zweiter, der hier spricht, meiner einer, auch die Informationen zu meiner Person bei www.germantrading.de zum Beispiel zu finden oder auch beispielsweise, wer Interesse hat, bei Twitter, wer Lust hat, den YouTube-Channel zu abonnieren, da sind zwar noch nicht so viele Abonnenten drin, aber ich bin auch noch ein Video schuldig, um es wieder mal auf die Aktualität zu bringen. Gut, genug zur Eigenwerbung, der Risikowarnung. Risikowarnung schlechthin ist immer wichtig bei jeden Präsentationen, bei jedem Webinaren, Seminaren und so weiter, ist darauf hinzuweisen, dass es sich letzten Endes beim Handel, Spekulationen mit Aktien, Devisen und jedweden derivativen Finanzinstrumenten Anlageregeln auf Margin, Futures und so weiter eben letzten Endes mit Aktionen am Wertpapiermarkt, an der Börse und an den jeweiligen Terminmärkten um letzten Endes hohe Risiken handelt. Ich sage immer, die Saluntür schwingt zu beiden Seiten, sprich auf der einen Seite gibt es beträchtliche Gewinnchancen, leider aber auch hohe Verlustrisiken. Dessen sollte man sich bewusst sein und vor allen Dingen auch, dass man definitiv nur mit dem Geld spekuliert, dessen Verlust man sich auch leisten kann. Unabhängiger Bankberater, auch Steuerberater zu konsultieren, kann nicht schaden. Polivia Self Invest hier noch zur Information. Auch ESMA verpflichtet einem, das aufzulegen. Und wichtig noch zu erwähnen, dass Polivia Self Invest auch nicht gerade erst gestern am Markt an den Start gegangen ist, sondern schon 1998 gegründet und über diverse Lizenzen, Kommissionärslizenzen und so weiter, Vermögensverwalterlizenzen auch verfügt und beaufsichtigt wird von dem Luxemburgischen Ministerium für Finanzen, in dem Fall hier auch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, die CSSF in Luxemburg. So viel zu den rechtlichen Dingen. Wir kommen zum Bull und Bär und würden dann rüberschalten. Malte greift sich einfach das Recht und seine Präsentation letzten Endes dann hochzufahren. Ich würde sagen, du kannst das einfach jetzt machen, oder? Ja, mal gucken, ob ich technisch soweit bin. Habe ich die überhaupt die Rechte? Muss ich mal doof fragen, hier ist Staff, Organizer. Ich habe keine Präsenterrechte. Ich Okay, glaube, dann ich machen sehe wir gar uns. nicht. Das ist kein Problem. Dann mache ich jetzt mal ganz kurz die Präsentation, in dem Fall Ja, da kann Übertragung. doch Kollege von WH nichts dazu. Das haben wir natürlich nicht gesagt. Das stimmt schon, ja. Das haben wir natürlich nicht gesagt. Dann müssen wir das an der Stelle mal kurz die Präsentation hier rausgehen. Und dann gucke ich, dass ich die andere drauflege. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Super, So, und perfekt. da haben Mach's wir es mal doch schon. auf Vollbild. So. Super, dann gehen wir auf die nächste Seite. Und zwar, da geht's schon los. So, Thema Psychologie ist ja interessanterweise, wenn man quasi unter die Haube guckt beim Trading, was denn funktioniert und nicht funktioniert, landet man üblicherweise sehr schnell bei dem Thema Tradingpsychologie. Und ich habe jetzt einfach, das war auch ein bisschen als Dialog und locker da reinkommen. Habe ich da mal ein paar Folien vorbereitet und vielleicht auch so als Gedankenspiel für Sie. Ich glaube, ich kann das leider im Chat nicht nachverfolgen, wenn jeder antwortet, aber denken Sie mal nach. Angebot und Sie haben keine Zeit, weitere Informationen zu erhalten. Ja, ich bekomme 90 € und Sie bekommen 10 €. Akzeptieren Sie ja oder nein? Na, Dirk, akzeptierst du 90 € für mich und du bekommst 10 € oder sagst du, nein, das ist Klingt ja nach nichts? einem tollen Geschäft, ja. Also, gehen wir weiter auf die nächste Folie. Ja. Das Verrückte ist, ich habe das ja schon oft in Veranstaltungen gemacht, halt mit großen Gruppen, auch für Bühnenveranstaltungen. Und wenn man die Frage dann in die Runde stellt, hat man üblicherweise so mindestens 20 bis 30% in der Gruppe, die dann die Hand oder sich melden, die Hand heben bei der Fragestellung, nein, ich akzeptiere den Deal nicht.
Und wenn man sich einfach mal überlegt, was ist das für ein Deal? Ich gebe Ihnen 10 Euro und habe nur die Zusatzinformation noch gegeben, dass ich dabei 90 bekomme. Und da denkt dann jeder gleich, oder nicht jeder gleich, viele denken dann, da ist noch irgendeine versteckte Information, da ist etwas, was ich nicht weiß, es gibt vielleicht noch einen besseren Deal. Nein, es ist einfach nur dieser Deal auf dem Tisch. Und ich glaube, das räumt schon mit dem ersten Konzept auf. Würde mich auch deine Meinung interessieren, ist, dass ja, alle immer rational handeln. Ich meine, wenn, glaube ich, alle immer gleich handeln würden, hätten wir nicht besonders viel Bewegung am Markt, sondern jeder hat doch immer so eine andere Einstellung, eine andere Interpretation, anderes Information, eine andere Informationslage. Und selbst wenn alle diese Parameter gleich sind, wird doch jeder Einzelne, wenn nicht alle mal gleich entscheiden. Nicht, also man wird eine Gruppe an Leuten finden, die sich gleich entscheiden. Und das ist beim Trading vielleicht auch das Entscheidende, dass wir ja auch genau genug Momentum finden, die richtigen Levels identifizieren, unsere Strategie so identifizieren, dass wir halt genug Leute finden, die mit uns in den an der richtigen Stelle in den Markt reingehen. Und noch wichtiger, dass wir am Schluss jemanden finden, der uns unsere Position auch abkauft. Aber wie gesagt, das war der Startpunkt. Einfach damit aufräumen, dass Leute eben nicht rational agieren und Entscheidungen nicht einfach immer nur logisch getroffen werden. Oder wie siehst du das, Dirk? Ja, das ist auf jeden Fall so zu bejahen. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, kommt dann immer noch so auch noch im Hinterkopf auch noch meine Grundeinstellung auch zu diesem Thema, auch, wie soll man sagen, da kann man alles mit reinpacken, wie zum Beispiel auch diese eigene Einstellung zum Trading, die eigene Einstellung ja, wie Komfort, sondern auch aus dem Komfort rausgehen und so weiter. Also da kommt alles in diese Richtung mit dazu. Ich würde noch mal eins weitergehen. Ja, genau, oder geht gleich mal Entschuldigung, zwei genau. weiter, weil das haben wir ja quasi schon aufgebaut jetzt hier. Entschuldigung, Es gibt ja, dieses so, genau. irrationale Verhalten. Ich hatte noch ein Beispiel, weil das auch ein bisschen plastisch ist, ja. Ein Ich war hier Beispiel auch parallel gerne. übrigens auch, um mich da ein bisschen zu entschuldigen, ich war hier parallel auch eben gerade noch hier in dieser Chatbox und wollte mal herausfinden, ob jemand überhaupt in der Lage ist, da was reinzuschreiben, weil ich sehe da gar nichts drin. Könnte jemand Ja. vielleicht mal kurz zum Testen mal probieren, ob er da einen Kommentar reinschreiben kann, weil nicht, dass das wieder deaktiviert ist. Ah, eben kommt was. Ich Okay, sehe, alles klar. Sehr schön. wunderbar. Prima. Gut. Alles klar. Ich Super. dachte Dann schon, haben du wir es hast ja. nebenbei noch deine Riesenposition im Euro-US-Dollar gerade geschlossen. Also nein. Welches Lotterieticket wählen Sie? Frage 1, Ticket 1 mit der Nummer 111, 111, 11111 oder Ticket Nummer 2 quasi mit einer etwas zufälligeren Zahlenkombination. Ja, und das ist auch quasi gleiche Frage dann immer in den Raum. Würden Sie ein Ticket über das andere präferieren, ja? Und man glaubt dann manchmal gar nicht, was man da für Antworten bekommt. Ja, es kommt dann doch immer, auf jeden Fall in der Gruppe immer noch irgendjemand kommt damit zurück und sagt, ja, diese 111-Geschichte, die ist doch viel unwahrscheinlicher als das andere. Aber auch da sehen wir uns halt, wie wir uns in die Tasche lügen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, gehen wir auf die nächste Seite, Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelnes Losticket gezogen wird, ist halt absolut gleich und ist unabhängig davon, ob man jetzt was für eine Zahlenkombination hat. Ich glaube, da geht ja im Moment durch die Bildzeitung auch dieser Dortmunder oder so, der Ex-Kranfahrer, der da jetzt die Millionen abgeräumt hat, der hat auch irgendwie 1, 3, 7, 10 gehabt. Also quasi Zahlen, wo man sagen wird, ach, das ist jetzt vielleicht, dass das alles so niedrige Zahlen sind, das ist doch unwahrscheinlich, ist natürlich völliger Kappes. Ja, es ist auch so, wenn Sie eine Münze werfen. Jedes Mal, wenn Sie die Münze werfen, hat das Ding halt eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, auf Kopf oder Zahl zu landen. Aber wir in unserer Wahrnehmung haben also einfach so eine verzerrte kognitive Wahrnehmungsstörung und da haben wir auch falsche Grundannahmen oft, die wir da reininterpretieren. Und beim Trading ist das natürlich ganz fatal, wenn wir uns da verleiten lassen und sagen, oh, der Trade muss jetzt unbedingt passieren. Der Markt kann jetzt nur noch abrutschen an der Stelle. Der Markt kann XYZ nur noch tun. Und da kennen wir uns doch, denke ich, schon lange genug, Dirk. Der Markt ist reichlich egal, was der Einzelne denkt. Ja, der wird schon machen, was der Markt will und was das Volumen am Markt diktiert. Ja, aber wir versuchen uns dann halt immer unsere Realität darum schön zu reden. Also wichtig ist aus meiner Sicht, objektiv bleiben und zu erkennen, wo man gewisse Wahrnehmungsstörungen einfach hat. Wie gesagt, wenn Sie anfangen zu sagen, der Markt kann an der Stelle nur noch XYZ machen, dann sind Sie schon auf dem besten Weg in die falsche Richtung aus meiner Sicht. Sondern der Markt kann alles machen. Ja? Der kann durch neue Levels nach oben, aber auch nach unten durchbrechen. Was wir als Trader machen müssen, ist objektiv einfach Levels zu identifizieren, an denen sich unsere Strategie orientieren kann und dann diszipliniert das Ganze umzusetzen. Das ist das Beste, was wir machen können. Und das Schlechteste, was wir machen können, ist quasi emotional sein beim Trading.
Und quasi auch wie aus der Hüfte geschossen. Ich hatte da irgendwo auch noch so eine Rambo-Folie, wie aus der Hüfte geschossen, halt die Patronen da zu verballern. Es ist eins nur sicher, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später eben seinen Handelsaccount verliert. Und das wollen wir ja alle vermeiden. Genau, die Rambo-Folie, die kommt noch. Die Geschichte ist auch, dass der Markt immer recht hat. Und das ist eigentlich die Regel Nummer eins. Und dann gibt es ja diese klassischen Sachen, wenn die Regel Nummer zwei dann da kommt, gilt wieder Regel Nummer eins. Also der Markt hat immer recht. Und vor allen Dingen ist es auch teilweise auch so, um einem selbst auch nochmal das als Ausrufezeichen zu setzen. Der Markt kann länger irrational sein, als du liquide bist. Also das ist ja letzten Endes auch teilweise wirklich eine Ausrufezeichenregel, dass man sich nicht auf irgendwelche Regeln und irgendwelche Dinge nochmal, die einem ja zu klar vorkommen, darauf verlässt und plötzlich wird man wieder erwischt und wieder erwischt und hat auch dann wieder dieses Gefährliche mit der eigenen Psyche, dass man sich sagt, um Gottes Willen, ja, hier gibt's beispielsweise irgendwie eine Entscheidung, die ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr akzeptieren kann. Jetzt mache ich einen Revenge-Trade und lasse mich dann schon wieder mit meiner Psyche auf was Neues ein. Also da kommen wir wirklich in so eine Spirale, das ist wirklich gefährlich. Genau. Und ich glaube, diese Folie passt da ganz gut. Also die eine oder andere hier im Raum wird auch Nassim Taleb kennen. Das ist ein jemand, der Professor war in Vereinigten Staaten. Der Nassim Taleb hat halt den Begriff des schwarzen Schwans halt geprägt. Er hat da einige Bücher zu dem Thema geschrieben. Und ein Thema in seinem Buch ist eben quasi, dass der Turkey quasi jeden Tag vom Mensch gefüttert wird und sein Gewicht kontinuierlich nach oben geht, der immer mehr Vertrauen in den Menschen hat und sagt, ja, jetzt wird er auch am nächsten Tag kommen. Es geht 1000 Tage gut, aber dann kommt er irgendwann nicht mehr mit dem Futter, sondern mit dem Hackebeil und dann geht das Gewicht dann innerhalb, wir haben ja Thanksgiving, steht ja bevor, dann geht das Gewicht eines Turkeys sehr schnell von seinem Spitzengewicht runter auf null in dem Moment, wo er verspeist wird. Wo passt das Ganze auf den Kapitalmarkt? Das ist zum Beispiel mal, was ich viel auch von Tradern gehört haben, die sagen, ach, weißt du, ich habe immer den Stop reingemacht und immer hat der Markt genau meinen Stop rausgeholt und dann hat er gedreht und ist nach oben gegangen. Das sind üblicherweise, wenn man es objektiv betrachtet, sind das in den allermeisten Fällen sind das wirklich Wahrnehmungsstörungen, ja, dass man sagt, der Markt ist mein Feind, der Broker ist mein Feind und genau, und wenn ich jetzt den Pip, wenn ich den Stop ein bisschen runterschiebe, dann geht es mir doch besser. Noch schlimmer, wenn ich den Stopp rausnehme. Und das haben wir halt gesehen, früher oder später kommt da mal sowas, wie wir hatten bei dem Euro und dem Schweizer Franken zum Beispiel, oder auch nach dem Mini-Budget hier in Großbritannien oder gewisse Flash-Crashes, die wir haben, haben wir so starke Bewegungen, ja, dass man dann eben nicht nur ausgestoppt wird, sondern dass der Account im besten Fall das gar nicht überlebt, weil man ohne Stops agiert. Also das habe ich leider oft gesehen, dass irgendwann Leute anfangen, komplett ohne Stops zu operieren. Und dann fragt man nur nach Problemen. Früher oder später macht der Markt eben mal diesen disproportionalen, diese große Bewegung, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann, kommt dann oft wieder zurück. Das ist ja dann noch frustrierender, ja, bei solchen Flash-Crashes. Die sehen ja dann aus wie so ein ganz enges V oft. Der Markt stürzt nach unten ab, zack, zieht er wieder nach oben. Und man fragt sich, warum hat man da nicht einen Stopp drin gehabt? Der hätte einen vor dem Schlimmsten bewahrt, oder? Ich meine, ganz ohne Stops zu fahren ist dann schwierig. Aber wo kommt das Ganze her? Ist wieder so eine psychologische Sache. Der Markt weicht einen richtig auf. Man ist immer wieder ausgestoppt worden und denkt halt, ich setze die Stops weiter oder ich habe gar keine Stops drin, dann wird es mir besser gehen. Ich habe auch ein bisschen so einen Seitenblick auf diese Copy-Trading-Geschichte. Ich habe auch manche Trader mir mal genauer angeguckt, die angeblich sehr erfolgreich sind und eine 99-prozentige Gewinnrate haben. Was man da oft sieht, ist, dass die einfach den Trade laufen lassen ohne Stopp, bis der dann ein paar Punkte ins Positive zieht. Ja klar, habe ich dann eine 99-prozentige Gewinnrate, aber spätestens einmal im Jahr oder nach 2 Jahren fliegt einem das Ding um die Ohren, weil man ja irgendwie 70, 80% Drawdown im Account drin hat. Und das wollen wir ja auf jeden Fall nicht haben, oder Dirk? Naja, also das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Und ich meine, wer Drawdown-Tabellen noch nicht kennt und dem das überhaupt gar nicht sagt, der möge sich bitte mal bei Google dieses Wort merken und das eintippen und Drawdown da und mal explizit suchen. Da gibt es auch schöne Tabellen, also schöne Bilder dazu. Und ab welchen kleinen prozentualen Abänderungen das schon bereits fatal werden kann. Da kann man dann auch mal ganz genau drauf gucken auf die Mathematik, dass es irgendwann ab einem gewissen Punkt ein absolutes Unmögliches ist, das wieder aufzuholen, allein auf die schwarze Null zu kommen mit seinem Account. Also deswegen Vorsicht, absolute Vorsicht ist da geboten, das auf jeden Fall nicht ins zu Rote zu übersteuern zu lassen.
Genau. Und das war das Beispiel, ist ja schon ein bisschen her, aber ich finde, das Chart habe ich deswegen nicht aktualisiert, weil ich glaube, das ganz gut beschreibt, was damals im Gold passiert ist. Wir hatten einen Spitzenwert von 1940 gehabt und der Markt hat uns wirklich gezeigt, wo sind die Schwellenwerte, ja. Aber ich habe gesehen, was Leute hier reingekauft haben. Ich hatte hier einen Trader gesprochen in London, als wir hier auch schon unterhalb diese schräge Unterstützungslinie und die Fibonacci gebrochen sind, habe ich gemeint, oh, das ist ja super, die Preise werden immer billiger, ich kann immer besser einsteigen. Der hat sich da richtig reingeredet. Und er hat dann, Sie sehen ja, dass auf einmal, wo der wesentliche Unterstützung, wo die dann durchbrochen wurde, dann ist der Markt aber mal so richtig nach unten gerast, mehrere hundert US-Dollar in kürzester Zeit. Und ich kann mich erinnern, wie ich mit ihm gesprochen habe, da hat er allein an einem Vormittag knapp 50.000 Pfund verloren. An, weil er gesagt hat, er kann immer wieder neu in den Markt reinkaufen. Die Preise werden immer besser. Aber was passiert ist, der Markt ist halt einfach unter die Unterstützungsebene durchgerutscht und dann auf die nächste große Unterstützung geknallt. Und natürlich wissen wir, was mittlerweile passiert ist. Das Gold hat sich ja dann deutlich wieder berappelt. Also das war das, was ich vorher meinte. Jetzt hat man nicht nur den Verlust im Handelskapital, sondern, und da würde mich auch deine Meinung erinnern, dieser Verlust des emotionalen Kapitals. Das ist ja mindestens genauso wichtig, wenn Sie am Markt unterwegs sind, dass Sie quasi emotional stabil da sind, dass Sie auch in der Lage sind, Ihre Trading-Strategie konsistent umzusetzen. Wenn Sie aber nervös sind, wenn Sie Angst haben, dann werden Sie nämlich immer ein bisschen länger warten und dann vielleicht doch nicht den richtigen Einstieg bekommen. Man ist dann doch, ach, nicht short, vielleicht sollte ich doch long gehen. Und wenn man sich in so einer Spirale dann befindet, ja, in so einer Spirale befindet, dann kann man keine gute Entscheidung treffen. Das Einzige, was man wirklich da machen kann, ist wirklich Stopp, alle Positionen schließen, sich erstmal wirklich von der Trading-Plattform zu entfernen, vielleicht auch mehrere Tage und erstmal wieder das emotionale Kapital aufbauen, bevor man mit dem Handelskapital weitermacht. Und vielleicht noch den einen Punkt hier, du hast die Folie gerade aufgelegt. Wir wissen ja oft, dass Sachen für uns schlecht sind und wir machen sie ja dann doch, ja. Ich meine, Dirk, du und ich, wir sind einem guten Tropfen Wein oder zwei auch nicht abgetan. Ja, wir wissen aber auch, dass uns dann halt zu viel nicht gut tut. Macht man es trotzdem? Vielleicht macht man es, ja. Zigaretten und Spielsucht im Casino haben wir jetzt zum Glück nicht, ja. Aber ich meine, das auch nochmal da, das ist wie auf den ersten Punkt, den wir angesprochen haben. Wir sehen am Ende des Tages alles Menschen. Wir müssen uns unserer Schwächen, gerade beim Trading, einfach nur viel bewusster sein. Das ist korrekt, vor allen Dingen, dass man sich einfach auch mal zurücklehnt und auch nochmal ganz, ganz explizit sich seine Ziele zurechtlegt. Das gehört auch alles darum noch da zusammen. Man muss letzten Endes mal sich überlegen, was man mit dem Trading erreichen will, wo man mit der Reise hin will. Man steigt ja auch nicht ins Auto und weiß nicht, wo man hinfährt. Also zumindest sollte das so sein. Und dementsprechend, wenn man irgendwo mit A anfängt, muss man auch wissen, wo B ist, wo das Ziel ist. Und dort auch dann letzten Endes dann die Entscheidung treffen, wie es danach weitergeht. Und so sollte man das beim Trading eigentlich auch handhaben. Nicht total planlos, ziellos irgendwo durch die Gegend herumeiern mit irgendwelchen Trades, sondern das große Ganze sehen. Und dann vielleicht fängt der ein oder andere dann auch mal an, die ein oder anderen Gewinne vielleicht mal etwas früher mitzunehmen und dann lieber die kleinen Gewinne zu türmen und sich über die schon mal zu freuen, als auf den immer großen Big-Figure-Trade zu warten, der dann nicht passiert und den Account wieder ins Minus zieht. Also das sollte man alles zusammen betrachten. Es ist kein Spiel, es ist Arbeit. Es hat nichts mit Zockerei zu tun. Es ist letzten Endes etwas, das sich über viele, viele Jahre immer mehr aufbaut. Und das sollte man auf jeden Fall so sehen. Das ist ein guter Punkt. Gehen wir zwei Folien weiter. Vielleicht eine andere Anmerkung dazu ist, wenn Sie natürlich da sind zum Zocken und das Sie reizt, dann geht noch eine Folie weiter, dann kann man das natürlich auch machen. Man muss sich dann halt im Bewusstsein, dass man halt mit dementsprechenden Risiko fährt. Wenn man halt konsistent Profite haben will, dann ist es doch eher ein Business. Das ist absolut richtig. Und so, ich hatte die Folie, die er kurz aufgelegt hatte, aber ich will gleich auf die Beispiele hier gehen. Hab mal das, was Malcolm Gladwell in seinem Buch Blink, Don't Think Blink da beschrieben hat, gesagt, er hat sich einfach angeschaut, wie kann es sein, dass Leute eine extrem gute Intuition haben, einfach richtige Entscheidungen im richtigen Moment treffen. Wo kommt das Ganze her? Was muss man dafür getan haben? Und das ist wirklich super aufs Trading zu übertragen. Ich denke mal, bei Dirk und mir geht es so, wenn wir das Chart draufschauen, da haben wir gleich gewisse Konzepte im Hinterkopf, nehmen wir so eine ganze Masse auch noch an Informationen, die man automatisch mit reinspielt und man kann so richtig sehen, was einem die Geschichte des Chart gerade erzählt. Was Malcolm Gladwell an der Stelle gemacht hat, wie gesagt, er hat sich angeguckt, ich habe den einen Feuerwehrmann, ich will nicht alle Beispiele nennen, aber ich nehme mal den Feuerwehrmann oben links.
Und zwar war da wohl eine Situation in Amerika, da diese Feuerwehrtruppe da, der Löschzug ist zu einem möglichen Hausbrand gerufen worden. Die sind in so ein amerikanisches, wissen ja, die sind aus Holz gebaut, die Dinger, in so ein Haus reingegangen. Sie konnten nicht wirklich Flammen sehen, ein bisschen Rauchentwicklung war zu sehen. Und dann ist dem Feuerwehrmann aufgefallen, es war ungewöhnlich heiß. Ja, und er konnte sich in der Sekunde keinen wirklichen Reim draus machen, aber bei ihm sind alle Alarmglocken angegangen und er hat dann sein Team sofort rausbeordert, schnell raus hier. Und was wohl der Fall war, dass im Keller ein kompletter Großbrand schon ausgebrochen war und das war sie in der nächsten Moment per Flashover, wie das glaube ich bei der Feuerwehrsprache heißt, dann in die Wohnung rübergegangen ist und er damit quasi mit dieser Entscheidung seinen Kollegen das Leben gerettet hat. Also was. Und da gibt es verschiedene andere Beispiele, die Malcolm da noch beschreibt. Was unterliegt dem Ganzen? Ist das eben der Feuerwehrmann oder die anderen Kollegen, die hier beschrieben, oder die anderen Menschen und Situationen, die beschrieben sind, die haben halt sehr viel Übung in dem, was sie machen. Und das ist halt beim Trading eben absolut genauso. So unter ein, zwei Jahren quasi Demo oder kleine Handelskonten-Trading wird man halt nicht an diesen Punkt kommen, dass man dieses gleiche Gefühl auch am Markt identifizieren kann, weil umsetzen kann. Man wird nicht immer richtig liegen, das auf keinen Fall, ja. Aber wir müssen doch beim Trading auch an den Punkt kommen, dass wir halt diesen siebten Sinn entwickeln, ja. Und bevor man den entwickelt, kann man sich einfach Regeln definieren. Ja, da muss man noch nicht an diesem siebten Sinn Level kommen. Aber man kann sich Regeln definieren und das Problem, was wir üblicherweise kennen, danke, dass du es aufgelegt hast, ist, dass es halt gerade beim Trading gibt es einfach viel zu viele Informationen, ja. Und sie haben halt einfach nicht diese Kanäle und diese Methoden, um diese Informationen zu verarbeiten. Insofern muss man sich halt auch daran ranarbeiten, dass man eben in der Lage ist, ganze makroökonomischen Daten, die ja Dirk und ich in den letzten Webinaren besprochen haben, die technische Analyse und so weiter, dass man das alles schnell und effizient analysieren und einordnen kann, das braucht eine gewisse Zeit, ja. Und das geht nicht von heute auf morgen. Die Zeit sollte man sich nehmen. Genau, vor allen Dingen, das ist ja das, was du sagtest, Übung, Übung, Übung ist diese dummen Sprüche, die man immer wieder von allen möglichen Leuten hört. Übung, Übung macht den Meister. Es ist aber letzten Endes so, dass man irgendwelche Dinge trainiert haben muss, länger gemacht haben muss, dass man quasi mitten in der Nacht aufgeweckt wird und das wie aus dem Schlaf bedienen kann alles und das wirklich einem ins Blut übergeht. Das ist ja letzten Endes etwas, was über die Monate, über die Jahre dann immer mehr in einem irgendwie quasi aufquillt. Das ganze Wissen, diese ganzen ja, Automatismen. Das ist wie jemand, der das erste Mal Auto fährt, der kann es auch noch nicht gut. Gut, manche fahren 20 Jahre Auto und können es nicht gut. Vielleicht war es ein schlechtes Beispiel. Aber ich würde einfach mal so formulieren, das ist dieser typische Punkt der Komfortzone und die muss man irgendwann verlassen. Und wenn man diese Komfortzone verlässt und immer mehr ausbaut und immer mehr trainiert, erweitert man seine Komfortzone, wird immer mehr zum Profi. Und da schließt sich der Kreis, auch das Beispiel Feuerwehrmann oder das Beispiel General oder was auch immer, was es für Beispiele auch davor noch gab. Die haben alle nicht von jetzt auf gleich den Status Profi gehabt. Die fangen alle da an derselben Stelle an. Wir fangen alle an der gleichen Stelle an. Und dementsprechend müssen wir da ein bisschen unsere eigene Komfortzone immer wieder erweitern. Und quasi dann auch diese ganzen Dinge ausschalten, Angst, Gier und diese ganzen Dinge. Je mehr wir da geübt sind, umso weniger Angst, umso weniger Panik und so weiter entwickeln wir ja auch. Auf jeden Fall. Dann gehe ich Ja, gerade mal auf die genau. nächste Seite. Genau. Da habe ich mal ein Beispiel von einem Freund von uns gebracht. Wer da sitzt, das ist der gute Paul Wallace. Ja, vor seinem Trading-Setup. Sechs Bildschirme und ist direkt vor sich und neben ihm noch den Laptop und wie ich den Paul kenne, sicherlich auch noch ein, zwei Handys. Paul ist jemand, der hat für Hedgefonds gehandelt, gearbeitet und macht seit vielen Jahren quasi sein eigenes Handeln. Und Dirk und ich kennen ihn schon seit vielen Jahren auch sehr, sehr gut. Der Punkt, den wir hier machen wollen, ist, Sie sehen, er hat wirklich viele Bildschirme und auf den Bildschirmen ist viel Information. Es hat ihm auch, wenn Sie mit ihm sprechen, er wird Ihnen das bestätigen, es hat ihn aber auch Jahre gekostet, quasi diese Art von Informationsdichte zu verdauen und dann auch sinnvoll in seine Trading-Strategie umzusetzen. Ja, es gibt ja im Englischen gibt es so diesen Begriff Screen Envy, also dass man neidisch ist, wie viel Bildschirme denn ein anderer Trader hat. Ich kann Ihnen aber sagen, mit einem Laptop und vielleicht einem etwas größeren Monitor, dass einem die Augen nicht kaputt gehen, ist man oft gut bedient schon am Anfang. Ja,
was Analyse, Einstiege und Ausstiege betrifft. Und viel kann man ja auch noch übers Handy machen oder über ein iPad. Da muss man jetzt nicht unbedingt, wie der Paul, jetzt halt diese 6, 7 Screens vor sich haben. Ich weiß es gar nicht, ich war schon länger nicht mehr bei dir. Nächste Woche bin ich ja bei dir, Dirk, welcher deine 100 Screens sehen, die du garantiert Ja, aufgebaut und hast ich vor dir. fühle mich ja ganz schlecht. Ich habe nur vier. Aber bei mir sind es zwei installierte und wie gesagt, der eine auf dem Laptop, insofern sind es drei, so kann ich ja nicht mal mit dir mithalten, ist ja unglaublich. Ja, Na, sowas. Ja, wie ja. gesagt, das, wie es mal schon sagt, also man versteift sich natürlich sehr oft natürlich auch auf Technik. Viele haben noch hypergeile, kann ich gar nicht anders formulieren, Monitore, Curved-Monitoren, was auch immer, was es alles für einen Schnickschnack natürlich gibt. Sieht auch gut aus, macht auch Spaß, soll es auch, ist aber nicht alles. Gut, Das ist wo auf jeden waren wir? Fall richtig. Ich würde ganz gerne mal einen Sprung machen. Wie gesagt, ich Ja. wollte auch mal gucken, dass wir den Flow ausrichten an den, an, also Folie 51, 5 Schritte zum kompetenten Trader. Dass wir das quasi ausrichten an dem Flow, Was? der sich jeden. 51? Ja, genau, ist ein bisschen vorwärts. Ich hab verschiedene Packen zusammen gemacht. Okay. Und Ui, ui. ja, ich kann ja schon mal in der Zwischenzeit sprechen, wenn du da hingehst. Und zwar geht es darum, auf welcher Ebene man sich befindet auf der Reise zum Trader, ja. Und die Reise, ich will nicht sagen, dass es eine schwierige ist, sondern die Reise ist eben auch wichtig. Da war man halt, du warst zurück auf dem grünen Ja, ich eben. weiß auch nicht, das hat er jetzt irgendwie übersprungen aus. Ich habe zu schnell geklickt. Mein Ja, Fehler. jetzt hast du den Film hier gemacht, ja. Ja, genau. So. Also, wo sind wir bei der Reise, ja? Und zwar erstmal diese 5 Schritte, die ich Ihnen anbieten möchte, ja, vielleicht finden Sie sich da selbst wieder. Fangen wir mal mit der unbewussten Inkompetenz eben an, ja, dass man noch gar nicht mal weiß, dass man nichts weiß, sondern man ist vielleicht interessiert an den Kapitalmärkten, hat sich damit aber noch nicht auseinandersetzt, hat vielleicht schon mal so das eine oder andere gesehen, irgendwie in Social Media, war vielleicht sogar mal auf einer Konferenz zum Trading. Und dann fängt man so langsam an, die zweite Stufe zu erreichen, diese bewusste Inkompetenz. Und das ist so, dass man sich langsam klarer wird, hey, da gibt es ja so viel zu lernen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn viele jetzt hier im Webinar halt einfach auch Interesse haben, sagen, es gibt so viel zu lernen und so viel noch hinzuzufügen zu dem Wissenspool. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ja. Und dann fängt man doch an, sich Bücher zu kaufen, Webinare zu machen, Seminare zu machen, Demo zu traden, li kleine Live-Trading-Positionen. Das kann ich übrigens sehr empfehlen. Also wirklich ganz kleine Live-Trading-Positionen. Da merkt man halt schon das emotionale Thema, wie sehr das auf einmal reinspielt, selbst wenn irgendwie nur 10 Cent oder 1 Euro quasi im Risiko drin ist, die sie auf einmal reingezogen werden, richtig von dem Chart. Und nichts mehr machen können, als ihren Trade zu monitoren, obwohl es wirklich nur um Pfennigbeträge geht. Also aus dieser bewussten Inkompetenzphase, da muss man halt rauskommen. Und irgendwann ist mal dann der Moment beim Trading, und der wird bei dir an anderer Stelle gewesen sein als bei mir, Dirk, aber irgendwann hat man mal gemerkt, wie gesagt, ich mache das immer so an dem Punkt fest, dass man an dem Chart so richtig Geschichten ablesen kann, ja, und nicht einfach nur rote und grüne Balken sieht oder Kerzen sieht, sondern man sieht hier ganz genau, schau, hier war quasi das News-Ereignis, das ist wieder der wichtige Level, den kennen wir ja schon aus der Vergangenheit, hier ist eine Gap und so weiter. Das sieht man dann halt alles unheimlich schnell. Dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man dann halt, und da würde ich uns mal zumindest hinzählen, Dirk, in diese bewusste Kompetenz, dass man weiß, was man kann. Und dann am besten ist es dann halt, wenn man das halt alles so verinnerlicht hat. Ich weiß, auf der Messe hatte ich mal ein Gespräch mit dem Trader gehabt, der gesagt hat, weißt du, jeden Morgen laufe ich da so eine Liste durch an meinen Sachen, aber ich habe gar nicht mehr die Checkliste, sondern das ist so verinnerlicht, ja. Ich bin da einfach, ich fühle mich nicht wohl. Ich kann den Trading-Tag nicht starten, wenn ich nicht diese 10 Schritte durchlaufen habe. Ja. Oder der Paul zum Beispiel, da kann ich es euch auch ganz plastisch sagen, der hat eine Checkliste und da sind quasi, die macht aber auch nur mental und da sind auch Sachen drin, wie fühle ich mich heute nicht gut, ja, oder hatte ich vielleicht gestern ein Bier zu viel oder so. Wenn er nicht genug Punkte für den Tag für sich mental erreicht, dann kann er nicht traden, dann darf er nicht traden an dem Tag, ja. Aber das macht er mittlerweile auch völlig unbewusst und wenn er sich nicht gut fühlt, hat auch kein Problem damit oder wenn er quasi nicht an dem Tag reif ist zum Traden oder gut genug ist zum Traden, dann sagt er macht es nicht, weil der Markt, der ist quasi immer wie die Champions League, ja, da sind die Besten unterwegs, permanent, die besten Systeme, die besten Trader. Da kann man sich es eben nicht erlauben, irgendwie eine Analyse nicht zu machen, die zu seinem Programm gehört.
Aber nochmal zurück, um auf diese Schritte zu kommen, man muss sich eben klar sein, wo man in dieser Evolution ist, ja. Und dann, wie gesagt, keine Angst, die nächsten Schritte kommen. Es ist immer nur schwierig zu sagen, wann die kommen. Ja, das ist bei jedem dann anders. Ja, vor allen Dingen, wenn man mehrere Monate angefangen hat, sich da reinzuarbeiten und dann kommen die ersten Misserfolge und man hat dann das Gefühl, die ganze Welt ist gegen einen, man hat den Account vielleicht schon zur Hälfte geplättet und ist auf dem besten Weg, den Account auf Null zu setzen. Dankenswerterweise in der heutigen Zeit passiert nichts Schlimmeres, als ihn auf Null zu setzen, dank der neuesten Regelungen. Aber früher war das auch nicht so und dem einen oder anderen gab es dann noch die böse Überraschung, dass er noch was nachzahlen durfte, obwohl er schon unter Null war. Das ist also jedenfalls eine üble Geschichte, die aber der ein oder andere Trader sicherlich irgendwo vielleicht schon mal erlebt hat. Und ich muss aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass ich auch den einen oder anderen Account am Anfang in meiner Trader-Historie auch geplättet habe, zwei an der Zahl größere. Und das war für mich damals kein schönes Ereignis. Wer verliert schon gerne Geld, für das er hart gespart hat? Und deswegen muss man umso mehr an diesen Regeln arbeiten und an sich arbeiten, dass das eben nicht mehr so passiert. Und auch mal einen Tag Tag sein lassen, wenn man sich dann tatsächlich auch nicht richtig wohlfühlt, wie der Malte eben schon gesagt hat, weil es ist letzten Endes auch wie beim Sport. Zum Beispiel, wenn irgendwie einer wie, was beispielsweise Roger Federer, der ja wirklich lange Zeit Nummer eins der Weltrangliste war beim Tennis oder von mir aus Michael Phelps beim Schwimmen und so weiter. Wenn die an einem Tag sich irgendwo mal nicht wohlgefühlt haben, dann sind die auch nicht 100% Gas geben zum Training gegangen und sonst was und schon gar nicht in den Wettbewerb, weil sie ganz genau wissen, das kann nur böse enden. Also da muss man halt letzten Endes tatsächlich dann auch ehrlich zu sich selbst sein. Solche Tipptopp, Dinge. ja, und da habe ich dann auch vielleicht noch ein paar Beispiele. Also erstens, das ist mir auch in vielen Jahren bei vielen Gesprächen mit Tradern aufgefallen, und ich habe es natürlich auch selbst erlebt, vor dem Bildschirm sitzen ist nicht gerade die sozialste Aktivität, ja, und man denkt vielleicht, man kann über Twitter und Co. kann man oder WhatsApp kann man sich da vielleicht ein bisschen soziales Netzwerk reinholen, ist üblicherweise dann doch mehr Ablenkung, als es einem hilft, ja. Man überlegt, wie viele Stunden man da wirklich verbrennen kann. Sollte man vielleicht sich doch lieber auf die Zeiten konzentrieren, wo man eine Analyse fährt, Trading in die, den Trade in die Station packen und dann läuft die ganze Geschichte schon ab. Das andere hier aus London, ich mit einem Ehepaar, sind beide Vollzeit-Trader im Futures-Bereich gesprochen, habe ich gesagt, okay, was macht ihr, um quasi auch mal einen Erfolg festzuhalten? Er hat gesagt, weißt du, was wir gemacht haben? Zwei Sachen. Das erste ist, dass sie gesagt haben, sie haben sich so einen Stempel da machen lassen, quasi, Sie sehen ja den Stempel hier unten, paid, bezahlt durch die Märkte. Also da sind die dann halt auch mal rausgegangen, haben sich was Schönes gekauft und da haben sie den Beleg genommen und haben dann halt drauf gestempelt, paid by the market, so paid, ja. Und da sie gewusst haben, quasi visualisieren, hey, ich habe hier die Energie reingesteckt, ich habe erfolgreich am Markt agiert, ich habe das Geld jetzt auch vom Handelskonto genommen. Und hab das quasi realisiert, indem ich mir da was Schönes gekauft habe. Oder das andere war, dass man dann halt auch tatsächlich dann mal das zusammen unternimmt oder sich also mit Freizeit belohnt. Also das fand ich auch eine tolle Sache, dass man halt auch positive Erfahrungen, dass man die festhält, ja, und nicht immer nur an dem Negativen, ist ja wieder ausgestopft worden. Ist ja fürchterlich. Wer will denn so leben, ja? Und dann eine andere Fragestellung, die wir uns auch noch gestellt haben, war, wie lange dauert denn etwas, bis es zur Gewohnheit wird? Und das ist quasi nicht, was ich erfunden habe, sondern Wissenschaftler, die davon mehr verstehen, kommt es immer auch auf die Aktivität an, die man denn betreibt. Also was wir einfach machen müssen. Ja, wir müssen trinken. Ja, ich trinke vielleicht auch zu wenig Wasser, müsste vielleicht ein bisschen mehr trinken, aber es ist eine Aktivität, die man vielleicht leichter in den Tagesablauf mit reinkriegt, als auf der anderen Seite, wer macht schon jeden Morgen 50 Liegestützen? Wäre das nicht wunderbar, wenn wir das alle machen würden? Machen wir natürlich nicht alle, aber irgendwann, wenn man etwas lange genug macht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, bei mir funktioniert das auf jeden Fall wunderbar, so kann ich mich reinlegen, wird etwas zu einer Disziplin, die man einfach dann als Gewohnheit macht. Ja, und so habe ich mir das auch beim Trading erarbeitet, dass ich, wie gesagt, bei mir kann ich es am einfachsten beschreiben. Ich bin wirklich mittlerweile schon seit langem glücklicher mit dem Trade, den ich diszipliniert umgesetzt habe. Und erst in zweiter Linie geht es um die Frage, habe ich gewonnen, habe ich verloren. Natürlich freue ich mich mehr, wenn ich was gewonnen habe. Aber ich freue mich nicht über einen Trade, den ich gewonnen habe,
der aber quasi aus der Hüfte geschossen war und nicht diszipliniert umgesetzt war. Da habe ich es dann einfach an der Stelle auch nicht verdient. Und das war ich noch ganz kurz zu dieser Folie, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, Dirk. Und das denke ich hoffentlich auch für Sie so ein richtiger Takeaway-Value von diesem Webinar. Ich habe ja schon 3, 4 Mal gesagt, es kommt darauf an, dass wir diszipliniert unsere Strategie umsetzen. Eine einfache Art und Weise, das zu machen und sich auch zu visualisieren, schaffe ich das, ist so eine ganz einfache Tabelle. Und ich habe hier in der Tabelle zum Beispiel mal gesagt, okay, ich nehme mir vor, ich will nur in der London-Session handeln, also ich will nicht den ganzen Tag vor Bildschirm verbringen, 7 bis 10 Uhr UK-Zeit, das ist meine Handelszeit. Ich will an dieser Strategie nur den Euro-US-Dollar handeln, ich will nur technisch Analyse verwenden und so weiter. Es sind noch ein paar andere Punkte hier, wie Sie sehen. Und dann ist es recht einfach zu beantworten, ja oder nein. Und bei dem Nein muss man sich dann fragen, was war denn da los? Ja, warum hat man denn eine gewisse Sache gemacht? Warum ist man zu früh in den Markt? Oder warum ist man ohne technische Analyse reingegangen? Hier habe ich extra mal aufgeführt, gesagt, hier war ein Impulstrade. So, und dann können Sie, wenn Sie das mal machen, über 30, 40, 50, 100 Trades hinweg, dann sehen Sie für sich selbst, was eben Ihr Muster ist, wo Sie Ihre Schwäche haben. Ja, habe ich hier einfach, habe ich diese Eigenart, immer einen Impulstrade in den Markt zu bringen, oder gibt es gewisse Tage in der Woche, in denen ich nicht gut handle? Das werden Sie für sich selbst dann gleich herausfinden. Und da quasi Erkenntnis ist ja wie immer der erste Weg zur Besserung. Aber was meinst Ja, du, Dirk? die Erkenntnis ist vor allen Dingen auch wichtig, dass Traden bedeutet nicht nur Traden heißt letzten Endes aktiv zu sein. Daher kommt es ja von Handeln. Man handelt irgendwie. Und man kann auch aktiv passiv sein, indem man nichts macht. Und man kann letzten Endes auf seinen Händen sitzen. Und manchmal ist das eine gute Entscheidung. Und das ist letzten Endes etwas, dass man teilweise sagen kann, ich handle etwa, ich bin entweder long oder ich handle eben nicht oder ich bin short. Ich kann aber auch sagen, nein, ich bin einfach komplett erstmal draußen in der Wartehaltung und lauere auf eine Position. Das ist meistens auch eine gute Einstellung. Das kann man auch zu seinem Plan, auch wie man überhaupt agiert, hinzufügen. Was aber noch wichtig ist, Malte, würde ich noch sagen, dass man auch vielleicht auch so eine Grundeinstellung hat, dass man, wenn man einen Gewinn sieht, dass man vielleicht mal, also mache ich es jedenfalls standardmäßig in letzter Zeit, dass man diesen Gewinn zu einer Hälfte entnimmt und die Position quasi absichert. Auf den Einstieg, notfalls auf den Einstieg nach Kosten, je nachdem, was und wie man tradet. Und dass man letzten Endes dadurch automatisch ja auch einen Free Trade hat. Mit der Hälfte ist man schon heimgegangen und dann lässt man das Ding einfach laufen. Und natürlich kann man dadurch ausgestoppt werden, weil man den Stop vielleicht dann zu eng gesetzt hat. Klar, kann passieren. Aber es ist zumindest schon mal die Hälfte im Geldsack und dann kann schon mal das nicht hinten runterfallen. Also das ist zum Beispiel von meiner Sicht aus zum Beispiel eine angenehme, eine komfortable Einstellung. Und wie es so oft immer heißt, so take the chips off the table, also nimm ein paar Chips vom Tisch und nimm sie und mach damit auf jeden Fall irgendwas Sinnvolles, reinvestiere sie woanders, weil der nächste Trade kommt sowieso wieder irgendwo. Es gibt immer irgendwo einen Trade, den Sie machen können. Deswegen müssen Sie den Trade, wo Sie gerade drin sind, nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aussitzen und auslutschen, bis er wahrscheinlich in die falsche Richtung wieder läuft. Also das nur als Ja. kleiner Tipp. Und da ist ja gut, dass jeder da auch ein bisschen anderen Blickwinkel drauf haben kann. Ja, zum Beispiel, ich hatte das auch mal für mich eine Zeit lang versucht. Für mich war das im Endeffekt dann aber ehrlich gesagt nichts. Weil was natürlich passiert ist, dass man halt die durchschnittlichen Gewinner dadurch verringert, wenn man eine Position dann schon quasi bei der Hälfte runternimmt. Und in der Tat, die Winrate, die Gewinnerrate geht nach oben, der durchschnittliche Gewinner geht nach unten. Da muss halt jeder für sich einfach ausrechnen. Auch da gibt es kein richtig oder falsch. Aber hat meine Strategie dann immer noch einen positiven Erwartungswert, ja? Weil wenn Sie halt Ihren Trade quasi bis zum Ziel laufen lassen, also da bin ich bei dir, Dirk, also Greed bringt uns an der Stelle, Gier bringt uns an der Stelle nicht weiter, weil irgendwann dreht der Markt dann wieder um. Aber wenn man den Trade auf beiden Seiten, beim Stop-Loss und beim Target-Profit ins Ziel laufen lässt, hat man halt ein sehr klares Bild von seinem Risikogewinnverhältnis, ja. Und ich würde dich gerne mal bitten, im Hintergrund auf die Seite 678 zu gehen. Das ist ein Bild mit Mark Douglas, Evolving to Consistency into Your Trading. Das wäre ganz hilfreich. Ich halte dich ja natürlich auf Trab hier mit den Seiten, weil wie gesagt, ich wollte jetzt so das raussuchen, was am besten, denke ich, zu unserer Diskussion passt. Wenn du nochmal ein paar Seiten vorgehen könntest. 7, 8. Ja, wow.
Auf einen Schlag. Wow, das hast du ja gut gemacht. Hervorragend. Also nochmal, es soll kein richtig oder falsch sein, sondern jeder muss für sich halt wissen, was für eine Art von Trader sind sie. Ja, was ich ja beschrieben habe, da wird man halt vielleicht weniger Gewinner haben, aber die Gewinner sind halt größer. Und das muss man halt wissen, ob das dann zu einem passt. Ich weiß von vielen Tradern, die wollen unbedingt halt diese hohe Gewinnrate haben. Die brauchen das. Und dann ist das, was der Dirk eben beschrieben hat, sicherlich keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, ob du denn das Buch von Marc gelesen hast, aber hier geht es um quasi das Thema konsistentes Handeln, Trading in the Zone. Fand ich zu zwei Dritteln ehrlich gesagt ein bisschen langweiliges Buch, aber am Schluss die Thesen, auf denen er landet, ich glaube, die sind unglaublich gut und die habe ich mal für Sie rausdestilliert aus dem Buch. Erstmal hier, was sagt dazu? Konsistent ist ein Zustand des Gleichgewichts, operativ im Geist, bei dem die selbstzerstörerischen Kräfte abgestellt werden. Sie öffnen sich und nutzen die Möglichkeiten, die ihnen der Markt gibt. Klingt ein bisschen esoterisch. Deswegen, wie gesagt, habe ich Ihnen die 7 Regeln, die der gute Markt mal zusammengestellt hat. Und Markt ist einer von diesen Wizard Traders, ja, also sehr anerkannter Trader, der sehr lange und sehr erfolgreich am Markt war, hat man ja nicht oft. Und ich übersetze es Ihnen, keine Angst, in die deutsche Sprache. 7 Regeln der Konsistenz und vielleicht gehen wir mal durch die durch. Und Dirk, da wird mich auch, ich mache es jetzt nicht alle, ich mache vielleicht mal ein paar und dann reden wir mal darüber und gehen dann weiter. Erstmal das erste, objectively identify your edge. Also Sie müssen wissen, welches Finanzinstrument, was passt denn zu mir? Sind Sie der Scalper, der auf dem Minutenchart unbedingt ganz viele Trades machen will, habe ich auch kennengelernt, Leute, die erfolgreich damit sind. Andere kann ich mich jetzt erinnern, in Wien habe ich einen kennengelernt, der macht nur News, ja, Non-Farm Payroll, das ist sein Ding. Erster Freitag im Monat, viel Bewegung im Markt, ja. Dann andere wieder Öl, Gold und so weiter. Was ist Ihr Edge? Was ist Ihr Vorteil am Markt? Wo fühlen Sie sich am wohlsten? Das kann Ihnen kein Guru sagen, ja. Und wenn Sie mal anfangen, ich hatte ja vorher gesagt, man sollte sich Zeit nehmen, Charts analysieren, und sich da auch ein bisschen, wie gesagt, Zeit geben, bis man da versteht, wie so ein Finanzinstrument funktioniert, dann werden Sie auch sehr schnell merken, was zu Ihnen passt und was nicht zu Ihnen passt. Ja, andere sagen, wenn ich will in Aktien, ich will unbedingt im DAX unterwegs sein. Ja, so be it, ja. Aber verstehen Sie einfach, dass es da, ob es jetzt die Fibonacci-Analyse ist oder andere Sachen, Gap-Analysen, dass da einfach andere Charakteristika gibt. Ich gehe jetzt vielleicht nochmal eins weiter auf 2 und 3, Dirk, und dann mache ich mal kurze Pause. Predefine risk in every trade. Das halte ich für unglaublich wichtig. Also vorher definieren, mit welchem Risiko ich in den Markt gehe. Wenn ich also sage, ich habe jetzt die SAP bei 100 gekauft, long, ja, und wie viel Risiko will ich denn dann im Markt eingehen? Sage ich, habe meinen Stop-Loss irgendwie bei 90, ja, oder was ist es denn? Ja, einfach können Sie ja ausrechnen, mit wie viel Kapital sind Sie in den Markt reingegangen, was für ein Stop-Loss habe ich gesetzt, was ist mein Target für den Gewinn, ja. Das sollte üblicherweise in einem gesunden Verhältnis stehen, ja, dass wir auch Geld machen können. Aber vorher, wenn ich vorher schon quasi mit dem Wissen reingehe, okay, ich kann jetzt hier 500 Euro bei dem Trade verlieren, das ist akzeptiere ich als das Risiko, dann ist es eben so, ja. Und dann hat man dann eben, ich glaube, dann ist man emotional, ist man in einer besseren Position gestartet, als wenn man sich das nicht visualisiert. Der dritte Punkt, dann mache ich danach eine kurze Pause, completely accept risk and be willing to let go of a trade. Das heißt nichts anderes, wenn also der Markt dann tatsächlich an Ihren Stop-Loss-Punkt kommt oder wenn Sie keinen Stop-Loss drin haben und Ihre Hypothese ist invalidiert, ja, dann aber auch bitteschön aus dem Markt rausgehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als den schlechtesten Trades das beste Kapital hinterherzuwerfen. Das habe ich so oft gesehen, ja, dass man sagt, ach, eigentlich wollte ich gar nicht in den Trade. Es ist aber noch in diese Ebene gelaufen. Ah, jetzt Margin Call, keine Ahnung, jetzt haue ich jetzt noch ein bisschen Kohle oben drauf, dass der Trade weiterläuft und am Schluss wird dann angefangen, quasi zu hoffen, zu beten und der Account ist irgendwann weg. Also wichtig ist eben, dass wenn halt auch das negative Ziel erreicht ist, dass wir auch aus diszipliniert aus der Position herausgehen und den Verlust dann noch nehmen. Lass mich da mal kurz ein bisschen Luft holen und deine Meinung einholen, Dirk. Also ich möchte auch noch mal kurz was dazwischenhauen zwischen diesen ganzen Punkten. Natürlich, wir haben ja vorhin noch gehört, was ich sagte mit den Teilgewinnen. Wenn man dann natürlich immer die Fragestellung hört, kann das denn dann da letzten Endes auf die Dauer dann eben funktionieren, um die Verluste wieder einzufahren? Wenn Sie Teilgewinne mitnehmen und die Teilgewinne türmen und jeweils immer den Rest dieser Position mit dem Einstieg auf den, mit dem Stop-Loss auf den Einstieg ziehen, machen Sie ja in dem Fall keinen Verlust. Also nur von der Systematik her, um es nochmal zu erwähnen. Natürlich sind es kleinere Gewinne in dem Fall. Das ist richtig. Aber es ist immer wieder das Problem, was Anfänger und auch manchmal auch Leute, die schon sehr lange dabei sind, dann haben, dass sie irgendwo
doch wieder in ein altes Muster verfallen, wo sie wieder Gier entwickeln und dann wieder vergessen, jetzt lasse ich den Trade ungemanagt da rumliegen, rumeiern und am Ende habe ich ihm dann doch wieder zu viel Luft gegönnt und dann fällt er irgendwie zu Boden und geht wieder und reißt mich tief rein und räumt genau das wieder ab, was ich zuvor über mehrere Tage aufgebaut habe. Das ist halt eben auch der Punkt, der da nun mit reinkommt. Wenn wir die Punkte jetzt aufzählen, ob das jetzt ein Guru da draußen gesagt hat, ob das irgendein Autor da draußen zusammengeführt hat oder ob das irgendein Hochschulprofessor in einer Vorlesung vorträgt oder ob das der Malte oder ich, ob das vortragen, egal von wem Sie das hören, egal von mir aus auch von einem Verwandten, Sie müssen diverse Parameter einfach akzeptieren, dass Sie da draußen am Markt vorherrschend sind. Sie müssen für sich letzten Endes sich nochmal unterstreichen, das sind Regeln, die kann ich nicht durchbrechen. Genauso wie manche Regeln der Mathematik, die können Sie auch nicht umgehen. Und da muss man halt wirklich dann mal sich mal zurücklehnen und fragen, ich muss mir auf jeden Fall irgendwie ein paar Parameter zurechtlegen und ein Buch quasi, ein Tradingbuch oder einen Tradingplan zurechtlegen, dann vielleicht auch ein Buch darüber führen, was habe ich falsch gemacht, wenn ich irgendwo ein paar Tage wirklich Misstrades hatte. Warum ist das so gelaufen, dass man das alles sich nochmal so zusammenfasst? Das sind also letzten Endes Dinge, die uns dann auch ein bisschen selbst noch in der eigenen Entwicklung weiterbringen. Das sind also Dinge, die man über die Jahre vielleicht dann auch noch ja, quasi dann Stück für Stück weiter aufgebaut hat. Man lernt also quasi da auch, ja, man lernt sehr viel über sich selbst. Ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt, ich glaube, das war hier der Ulrich von hier von Trading Psychologie, der das auch so formuliert hat. Der Finanzmarkt, beziehungsweise die Börse ist ja so ein Platz, wo man unheimlich viel Geld dafür bezahlt, um zu wissen, herauszufinden, wer man ist. Das sollte möglichst natürlich nicht so sein, ja. Ja, da darf man hoffentlich nicht enttäuscht sein, ja. Genau. Um die Liste noch abzuschließen, act on your edge without a reservation, hesitation. Also wenn der Markt, ja, wenn Ihre Strategie sagt, zack die Bohne, jetzt in den Markt rein, dann aber auch rein. Und nicht warten, dass man vielleicht noch den 3 Punkte besseren Einstieg bekommt. Ach, Einstieg im Endeffekt sind auch nicht das Allerwichtigste. Oft ist es viel wichtiger, aus dem Markt halt wieder rauszukommen. Aber wenn Sie sagen, irgendwie an der Paritätebene Euro, US-Dollar gehe ich long und Sie es irgendwie Ihre Strategie das eben sagt, ja, keine Handelsempfehlung, dann aber auch bitte schön rein in den Markt in der vorher definierten Positionsgröße, weil wir wissen ja, was wir riskieren, ja. Pay yourself as the market makes money available. Das war der Punkt, das war der Punkt, den auch der Dirk quasi mit seiner gesplitteten Stop-Strategie angesprochen hat oder was ich auch mit der Visualisierung meinte, dass man auch Gewinne realisieren muss. Also da ist das Problem, auf das ich eigentlich hinaus will, ist halt wirklich, dass der Markt quasi das Ziel erreicht hat und denkt, oh, jetzt ist der Trend, jetzt ist der Trend. Ich habe bei den Turtle-Tradern gelesen, die haben ja mit Trend ihre Kohle gemacht. Ja klar, wenn sie eine Trendstrategie haben, dann wollen sie den Trend natürlich melken, ja, aber nicht gierig werden und dann halt auch, wenn der Markt ihnen quasi ihre Strategie ordentlich abgespult hat, dann auch die Gewinne realisieren, ist natürlich extrem wichtig. Continually monitor your susceptibility for making errors. Also einfach, wir sind alle Menschen, um es mal ganz einfach auf Deutsch zu sagen, wir machen Fehler. Und diese Checkliste, die ich vorhin gezeigt habe, das ist zum Beispiel ein Tool, um zu sehen, hey, ich mache jetzt hier an der Stelle immer wieder diesen gleichen Fehler und deswegen kriege ich meine Strategie nicht gut umgesetzt. Wenn Sie üblicherweise, anderer Punkt, wenn Sie quasi überall Ja sagen bei Ihrer Checkliste, ich habe alles schön umgesetzt, Sie verlieren da noch Geld, dann stimmt was mit der Strategie nicht. Aber in den allermeisten Fällen, wo wir mit Tradern zusammengearbeitet haben, war die Strategie doch recht robust, aber die Umsetzung war doch das Problem. Und das siebte ist nichts anderes. Dirk, du hattest vorhin schon gesagt, ja, quasi die letzte Regel ist einfach nur die Zusammenfassung der anderen Regeln und nicht vergessen, wie wichtig diese Regeln sind, ja, und die einhalten. Und wenn man eben merkt, ja, dass man diese Regeln bricht, ja, dann einfach für sich selbst die Frage stellen, woran liegt es eigentlich? Also Sie können quasi diese Punkte, die wir hier aufgelistet haben und die Checkliste, die ich Ihnen gezeigt habe, ziehen Sie die einfach mal durch für die nächsten 50 Trades, sage ich mal, dass wir eine gewisse Grundgesamtheit haben. Und schauen Sie da mal drauf, was passiert. Ja, also da werden Sie tatsächlich auch nochmal zu dem Punkt, den der Ulrich da gemacht hat, vielleicht ein ganz besseres, ein deutlich besseres Verständnis zu sich selbst finden an der Stelle. Und vielleicht als letzte Folie, und ich glaube, das ist mehr so eine Ich will auch noch Diskussionsfolie, gerade da dann kurz der nochmal letzte. anfangen, wenn es heißt von wegen immer, es heißt immer so schön, es gibt immer Regeln, aber dann gibt es irgendwo eine Ausnahme.
Ausnahmen bestätigen die Regeln, so nach dem Motto. Und wenn ich jetzt mal an das aktuelle Marktbeispiel oder noch halbwegs aktuelle Marktbeispiel mal reinbringen will, und zwar da geht es um den Raketeneinschlag in Polen. Und das ist zum Beispiel, wer etwas länger am Markt ist oder auch vielleicht schon recht gefuchst am Markt unterwegs ist, der weiß ja, dass solche Aktionen da draußen natürlich ein plötzliches Shift bedeuten können. Das heißt also, das kann sehr schnell von Risikofreude zu Risikoaversion wieder drehen. Sprich, also das typische Risk On dreht plötzlich durch dieses Ereignis schnell ins Risk Off. Und das bedeutet letzten Endes, in einem Umfeld von Risk Off ist der Dollar immer King. Und da gibt es dann eine kurzfristige Marktbewegung, die den Dollar erstarken lässt. Ich war da in dem Zeitpunkt vorher einige Stunden schon Short Euro-Dollar und habe beispielsweise dann diesen Turn unter die 1,3er-Marke dann noch mitgenommen. Habe mir gedacht, von wegen, naja, das war ein recht schneller Schlag. Bald wird sich herausstellen, wahrscheinlich, dass die Story doch nicht so wahr war, wie sie da rausgepoltert wurde. Und habe das einfach mitgenommen. Siehe da, das war jetzt in dem Fall vielleicht auch ein Quäntchen Glück noch dabei. Zum Glück auch für uns alle. Und wir sind jetzt hier im Bereich dann wieder Richtung 1,360er und so weiter hochgeschnalzt, jetzt über die letzten Stunden und auch seit dem Ereignis. Also das nur mal solche Dinge, wo man auch mal plötzlich noch sagen kann, von wegen, das ist jetzt hier ein Sonderfall, da werde ich definitiv aufgrund der Marktnews dann sagen, jetzt zack, raus aus dem Ding. Und der nächste Trade kommt bald, das nächste Setup tut sich bald auch wieder auf. Das nur dazu. So, wo sollte ich jetzt? Ich sollte einfach nochmal Eine weiter, einschalten. eine weiter, Okay. eine weiter. Okay. Ja. Ach so, das war, sorry, einfach die allerletzte Folie von diesem Pack. Die Haben wir das letzte, die kurz. Let das allerletzte. Wo sind Ja. wir? Das allerletzte ist Weil was ich mal gemacht habe, Syrien. war, ja, genau. Ich glaube, das ist ganz Okay. gut. Können Sie gerne einen Screenshot machen. So ein bisschen auch für sich selbst ist das Ganze als Diagnose gedacht. Ich führe Sie da mal durch. Und zwar war das halt auch basierend auf vielen Gesprächen, die ich gehabt habe. Ich habe mehr als 50 Interviews in der initialen Studie durchgeführt, aber mittlerweile viele, 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 viele mehr. Und immer die Frage gestellt, was sind denn die größten Probleme beim Trading? Und habe dann halt mal diese Selbstdiagnose oder dieses Diagnosetool hier entwickelt, was die größten Fehler, die man beim Trading machen kann, eben zusammenfasst. Ja, ich fange mal oben an, aber ich gehe einmal kurz durch, Dirk, und dann kannst du ja mal darauf reagieren. Oben an ging es quasi darum, Informationen. Deswegen sind wir auch hier. Was gibt es? Es gibt Bücher, es gibt Trainings, es gibt viel Schrott. Ja, es gibt wenig gute Sachen am Markt zu finden. Viele Sachen, die viel kosten, wenig bringen. Das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite, hat man denn die genug Zeit, um das auch alles wirklich zu erfassen? Ja, es ist ja nicht jeder mit so viel Zeit gesegnet, ja, dass man da immer dann alle YouTube-Videos und Seminare und Webinare mitnehmen kann. Dann das Erlernen der fundamentalen technischen Analyse. Ich glaube, da sind wir mit den Webinaren hoffentlich auf einem guten Weg, um da eine Brücke zu bauen. Ja, und da gibt es ja auch noch weitere professionelle Angebote. Und das Thema heute ist ja Trading-Psychologie. Das steht üblicherweise, sticht es oben raus. Wenn wir dann auf der rechten Seite die Achse runtergehen, Plan umsetzen, Strategien automatisieren, dann geht es dann in die Richtung größere Positionen handeln. Das kann ich Ihnen auch gleich sagen. Wenn Sie auf einmal von 0,1 Pips, sorry, Lots auf ein Lot, auf 10 Lot, auf 100 Lot hochgehen, an jeder Stufe werden Sie quasi eine Vollkrise erleben, weil Ihre Art und Weise, ja, wie Sie darauf reagieren, sich halt, es wird halt sehr schwierig sein, Trading umzusetzen, wenn Sie auf einmal 100 Lots handeln und vorher nur irgendwie ein Lot gehandelt haben, weil das einfach die P&L, also der Gewinn und Verlust, der da im Sekundentakt dann halt vor Ihnen hin und her flackert, so groß ist, dass man ein mentales Accounting anfängt, dass man denkt, oh Gott, das ist jetzt irgendwie hier gleich ein Reihenhäuschen oder das ist hier ein Auto oder was auch immer dann die Größenordnung ist, was hier dann durchrauscht. Das ist nicht einfach. An größere Handelspositionen, das ist heute nicht Teil des Webinars, aber man muss sich daran ranarbeiten, ja, muss ich quasi belohnen für gute Performance, dann kann man ein bisschen die Positionsgröße erhöhen. Aber von einem Schlag gegen die Positionsgröße um Faktor 10 zu erhöhen, ist üblicherweise auch ein Rezept für ein Desaster, ja. Von Trades lernen, dafür sind wir ja auch hier, die Checkliste.
Dann geht es runter mehr so diese technischen Themen und Handelskapital. Und das ist gar nicht so trivial. Sagt, ach, einen Computer habe ich und so weiter. Aber ich weiß nicht, mit wie vielen Tradern ich schon geredet habe, die Probleme auf einmal hatten. Der Computer ist eingefroren. Die Internetverbindung hat nicht funktioniert im schlimmsten Moment. Ja, ich habe einen Broker gehabt, der hat extreme Slippage gehabt. Das darf man halt dann auch nicht unterschätzen. Auch das sind Themen. Üblicherweise werden diese Themen größer, je größer dann auch die Handelspositionen sind. Ich kann mich erinnern, Dirk, wir hatten ja auch gut Gespräche mit professionellen Tradern auf der WOT, die im Bereich der Vermögensverwaltung unterwegs sind, die sagen, ich kriege hier keine gute Ausführung, ich habe richtig viel Volumen. Das sind auf einmal Probleme, die man hat. Ja, da hat man zwar genug Handelskapital, aber man kriegt den Trade nicht mehr den Markt positioniert. Und auf der linken Seite noch ein paar grundsätzliche Themen, auch wichtig, Risikomanagement, Geldmanagement und so weiter. Also lege ich Ihnen ans Herz, dass Sie hier einen Screenshot vielleicht machen und sich mal selbst auch wieder den Spiegel vorhalten. Welche sind denn Ihre persönlichen drei größten Herausforderungen beim Trading? Und dann anfangen natürlich drüber nachzudenken, Möchte wie kann man da sich dann auch gerade nochmal reingrätschen, wenn ich darf, Malte. Ja, Und ja, ja. zwar, wenn es hier auch um solche Dinge geht wie gute technische Ausrüstung, gute Datenverbindungen und so weiter. Und dann noch vielleicht auch noch das zu addieren, dieses Topic da vielleicht noch reinzubringen. Wie bin ich denn ausgestattet, was die Schnelligkeit von mir angeht? Wie bin ich denn überhaupt drauf von meinem Trading-Stil? Bin ich der Auffassung, dass ich im Scalping-Bereich mich ansiedle? Sogar Tick-Charts da verwende und damit daddle, sage ich jetzt mal so provokant. Man muss sich halt eben mal vorstellen, je nachdem, welcher Asset-Klasse man unterwegs ist, man hat ja den direkten Wettbewerb mit den High-Frequency-Trader. Und das ist letzten Endes ein Spiel, was man aufgrund der Technik, der Latenzen und überhaupt deren ja, kompletten Setup eigentlich gar nicht gewinnen kann. Also das ist zumindest meine Auffassung. Jeder darf da gerne eine andere Meinung haben und sich da auch ins Unglück stürzen. Das ist ihm frei überlassen. Aber es gibt aber einen gewissen Punkt, einen absoluten Wettbewerbsvorteil, den die Herrschaften da mit ihren Systemen nun mal haben. Und das geht hin bis, du hast es selber ja auch schon mal gesehen mit den Thematiken, dass jemand ein Datenkabel extra finanziert, das schneller ist und schneller von der CME rübergeht nach New York. Oder beispielsweise der ganze Datentower von der NYSE, der ist auch gar nicht in New York selbst in Manhattan, sondern auf der anderen Seite in New Jersey. Das sind lauter so Sachen. Das sind dann Punkte, da kann kein privater Trader in diesem Feld mitspielen. Deswegen kommt es auch noch dann obendrein noch darauf an, in welches Timeframe man sich am besten vielleicht einsortiert. Sprichwort Daytrading, ja, kein Problem. Aber dann bitte vielleicht nicht in diesen ultra-ultra-Kurzbereich. Weil meiner Auffassung nach kann man das nicht mitmachen. Also das nur als Meinung, was ich da noch mit reinbringen wollte. Gut. Genau, ich habe ja schon andernorts auch Veranstaltungen gehalten zum Thema automatisierten Trading. Das ist natürlich absolut richtig, wenn man dann über irgendwelche Latenzzeiten, technische Ausrüstung und sowas redet, da haben sie keine Chance. Und nochmal so ein kleiner Seitenhieb ans Copy-Trading. Ist halt schwierig, wenn irgendwo auf der anderen Seite der Erde einer sitzt, der vielleicht eine gute Scalping-Strategie hat. Ich habe das mal bei einem Anbieter gesehen. Die kann man halt nicht kopieren. Ja? Also wenn, das dauert halt immer den Tick dann halt zu lang, bis dann das Trading-Signal umgesetzt wird in Trade, beziehungsweise dann auch in einen geschlossenen Trade. Dann hat der vielleicht eine super Performance auf dem Account, sie aber nicht. Ja? Bin ich bei dir, ja. Da muss man seine Nische finden und im HFT, also im High-Frequency-Trading-Bereich, dann doch eher nicht. Ja? Da wird so viel Kapital investiert, weil was wollen die machen? Die wollen einfach das Risiko rausnehmen, ja. Und wollen hier gewisse Arbitrage-Strategien fahren. Ich muss auch noch eine Und Sekunde mal da gerade kommen zu wir uns. meinem Bücherregal hier gehen. Und das will ich auf jeden Fall auch mal vielleicht noch mal jemandem mitgeben, Hast du weil das das Buch Flash sollte Boys? man, ein, das Buch sollte man definitiv mal gelesen haben. Eine Aus der Sekunde. Flash. Ja, korrekt. Meine Flash Boys, oder? Flash Von Mighty Boys, genau. Lewis. Ich kam eben auf den Titel nicht, Entschuldigung. Ja, doch, da frag mich doch. Ja, Ja. Flashboy ist ganz gut. Also da ist das halt ganz gut beschrieben, halt mit diesen, wie die halt Land gekauft haben und dann die Glasfaserkabel reingelegt haben. Wie gesagt, mittlerweile ist das alles auf Mikrowelle umgestellt worden, ist noch schneller, darf halt nur nicht regnen. Ja, aber so werden halt die Mikrosekunden da abgefeilt. Das war halt ein großes Geschäftsmodell, wo es noch keiner erkannte. Das war dann, konnte man vergleichen. Früher war das die Rothschild-Banker, ja, die hatten als erste
hatten die ein System implementiert, quasi mit ganz schnellen Pferden und Reitern. Haben der was, irgendwo ist was passiert, sagen wir mal in Amsterdam an der Börse. Und dann haben die dann halt die schnellsten Pferde und die besten Reiter losgeschickt und dann nicht nur einer dafür die ganze Strecke, sondern bis das Pferd dann platt war und dann ist dann der nächste Reiter mit dem nächsten Pferd eben weitergerannt und so hatten die halt immer einen Informationsvorteil und hatten bessere Informationen und haben auf der Basis halt risikoarm gehandelt. Ja. Und bis dann die Information tatsächlich offiziell ankam, hatten die längst schon ihre Positionen drin. Es ist im Grunde nichts anderes. Es wiederholt sich alles nur wieder. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man immer wieder staunen kann und auch gleichzeitig auch den Kopf schüttelt, natürlich bei gewissen Geschwindigkeiten. Wir sind ja mittlerweile sogar im Nanosekundenbereich. So in Anführungszeichen pervers ist es schon geworden. Und es gibt tatsächlich schon die eine oder andere Story, kann man damit Sicherheit auch finden, dass die Aufsichtsbehörde schon gar nicht mehr die Tools dafür hat, so schnell überhaupt hinten dran zu sein, beziehungsweise das überhaupt überprüfen zu können. Das heißt also, die sind quasi so gut wie unsichtbar. Das ist unfassbar. Ja. Gut. So, jetzt klingelt es 20 Uhr. Ich habe auch schon, sehe schon, gewisse Teilnehmer haben auch andere Termine. Mir geht es ähnlich. Müssen auch noch weiter an der Stelle. Wir haben noch ein Webinar nächste Woche. Wenn Sie sich da einklinken, würde es mich freuen. Ich hoffe, es war interessant und es hat die ein oder andere Anregung gegeben. Und vielleicht sehen wir uns nächste Woche nochmal wieder. Dann von Genau, meiner herzliche Seite Einladung. alles Gute und noch einen schönen Abend. Genau, alles Gute, einen wunderschönen Feierabend noch und gerne mal auf die Website von WR Self Invest Webinare, Seminare auf den Reiter draufklicken. Dort finden Sie dann das nächste Webinar von uns noch aus der Reihe, die dann den Schlusspunkt dort erreicht hat. Wir wünschen noch gute Trades bis zum Schluss des Jahres. Haben wir noch ein paar Wochen. Es geht schneller, als Sie denken. Schauen Sie, dass Sie nicht auf den restlichen Wochen noch zu mutige Trades eingehen, sondern gucken Sie, dass Sie die Gewinne, die Sie jetzt eingefahren haben, auch möglichst in das Ende des Jahres bzw. in das neue Jahr mit hineintragen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.